Herzlich willkommen zu Mathe Plus. In der Aufgabe 8 haben wir Würfel und diese Würfel sind zu verschiedenen Figuren zusammengesetzt. Und wichtig ist, dass einige Würfelflächen sichtbar sind und andere nicht. Und in der Aufgabenstellung steht, dass von den 6 Würfelflächen, die ein Würfel besitzt, ja, denk einfach an einen Spielwürfel, dort stehen die Augenzahlen von 1 bis 6 drauf. Also 6 Flächen besitzt er, soll nur die eine Fläche nicht gesehen werden, die Fläche, auf welcher der Würfel liegt. Und jetzt ist in der Aufgabenstellung auch schon gegeben, dass wir in der Figur 1 5 Würfelflächen sehen können. Ja, schauen wir uns das mal an. Wir haben die 4 Würfelflächen des Mantels, also einmal ringsherum, 1, 2, hinten noch 3 und links 4 und noch die 5. oben und die 6., die auf welcher der Würfel steht, die können wir nicht sehen. Also 5 Würfelflächen sind sichtbar. Wie sieht das bei der Figur 2 aus? Bei der Figur 2 haben wir zuerst einmal den Würfel, der ganz oben sich in der Spitze befindet. Und dieser Würfel ist letztendlich genau anzusehen wie der Würfel in der Figur 1. Das heißt, hier können wir auch 5 Flächen sehen. Wie sieht es mit den unteren äußeren Würfeln aus? Überlegen wir doch mal, welche Flächen wir nicht sehen können. Wir können einmal diese Fläche nicht sehen, wo der linke und der mittlere Würfel aneinander liegen. Und wir können wieder die untere Würfelfläche nicht sehen, wo der Würfel drauf liegt. Das heißt, wir können bei diesem Würfel 4 Seitenflächen sehen. Und da diese beiden symmetrisch angeordnet sind, können wir auch bei diesem Würfel wieder nur 4 Seitenflächen sehen. Und bei dem mittleren Würfel ist es so, dass wir 2 Seitenflächen nicht sehen, weil dort die äußeren Würfel anliegen. Dann sehen wir noch eine dritte Seitenfläche nicht, weil dort der obere Würfel drauf liegt. Und noch eine vierte Seitenfläche nicht, weil dort der Würfel draufsteht. Also bei dem mittleren Würfel sehen wir nur 2 Seitenflächen. Rechnen wir das alles mal aus, dann haben wir 4 plus 2 plus 4 plus 5. Und wir können sagen, dass wir in der Figur 2 15 Würfelflächen sehen können. Bei der Figur 3 gehen wir ganz genau wie bei der Figur 2 vor. Das heißt, wir haben erstmal wieder solche äußeren Würfel. Hier können wir 4 Würfelflächen sehen. Bei dem Würfel links daneben. Hier wird noch eine zusätzliche Würfelfläche verdeckt, weil er ja von 2 Würfeln umgeben ist. Also haben wir hier nur 3 sichtbare Würfelflächen. Aufgrund der Symmetrie ist das hier genauso. Und der mittlere Würfel, wie auch schon in Figur 2, hier können wir nur 2 Würfelflächen sehen. Für die beiden Würfel in der Spitze ergeben sich noch 4 und 5 Würfelflächen. Und wenn wir alles zusammenrechnen, dann erhalten wir 4 plus 3 sind 7, plus 2 9, plus 3 12, 16, 20, 25. Also insgesamt sind 25 Würfelflächen bei Figur 3 sichtbar. Nun sollen wir herausbekommen, aus wie vielen Würfeln die Figur 4 besteht. Schauen wir uns doch dazu erst einmal die Figur 1, 2 und 3 an und versuchen ein Muster zu erkennen. Bei der ersten Figur ist es so, dass dieser nur aus einem Würfel besteht. Aber ich schreibe mal 1 plus 0, ohne zu verraten, warum ich das mache. Ihr werdet sicher gleich von selbst darauf kommen. Außerdem halten wir mal in einer Tabelle noch übersichtlich fest, Figur 1, ein Würfel. Bei der Figur 2 ist es so, dass wir 3 Würfel in der unteren Reihe haben und ein Würfel in der oberen Reihe. Das heißt, wir können sagen 3 plus 1. Jetzt klar, warum wir hier gesagt haben 1 plus 0? Okay, das heißt, bei der Figur 2 haben wir 4 Würfel. Dann gehen wir mal zur Figur 3. Wir haben in der untersten Reihe 5 Würfel und dann kommen noch diese beiden Würfel in der Spitze hinzu, also 5 plus 2. Das macht insgesamt 7 Würfel. Und wenn wir jetzt uns einmal diese Zahlen anschauen, das ist jetzt sowas wie eine Zahlenreihe. Das heißt, wir können sagen, die Zahlenreihe wächst, weil ja die Zahlen größer werden. Dann gucken wir uns mal die Abstände an. Von 1 nach 4 sind 3, von 4 nach 7 ist der Abstand ebenfalls 3. Wir können also immer sagen plus 3. Und insofern können wir jetzt ganz leicht schlussfolgern, wie es mit Figur 4, 5, 6 und so weiter aussehen müsste.
Das heißt, die Figur 4, die müsste aus 10 Würfeln bestehen. Versuchen wir uns das noch einmal vorzustellen. Bei der Figur 4 würde jetzt hier noch ein Würfel dazukommen, hier noch ein Würfel dazukommen und hier noch ein Würfel dazukommen. Und wir sehen schon, es kommen 3 hinzu. Und wenn 3 hinzukommen, dann muss die Figur 4 10 Würfel haben. Und im Allgemeinen gilt halt immer, dass ein Würfel rechts dazu kommt, ein Würfel links dazu kommt, ein Würfel oben. Das heißt, hier haben wir auch noch einmal die Regel plus 3. Also wir können uns ganz sicher sein, dieses plus 3 wird immer so weitergehen. Insofern können wir sagen, die Figur 5 hat dann. Also können wir erst einmal notieren, die Figur 4 besteht aus 10 kleinen Würfeln. Dann sollen wir überlegen, welche Figur aus 22 kleinen Würfeln besteht. Das heißt, wir setzen hier einfach mal fort. Die fünfte Figur müsste dann 10 plus 3, also 13 aus 13 Würfeln bestehen. Die sechste Figur dann aus 16, die siebte aus 19, die achte aus 22. Das heißt, wir können sagen, die Figur 8 besteht aus 22 kleinen Würfeln. Gibt es eine Figur, welche aus 32 Würfeln besteht? Begründe. Gucken wir uns einmal die einzelnen Anzahlen an. 1, 4, 7, 10, 13, 16. Fällt euch was auf? Nein, noch nicht? Dann mache ich mir was anderes. Stellt euch mal vor, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Merkt ihr was? Ich habe eben die Dreierreihe aufgesagt. 0, 3, 6. Und die Anzahl der Würfel ist jeweils um 1 größer als die zugehörige Zahl in der Dreierreihe. Ja, die erste Zahl 0, hier 1, dann 3, 4, 6, 7, 9, 10. Das heißt, die Anzahl der Würfel sind immer um 1 größer als die Zahlen in der Dreierreihe. Und was bedeutet das? Das bedeutet, wenn wir diese Zahlen durch 3 dividieren, dann bleibt immer der Rest 1. 4 geteilt durch 3, die 3 passt einmal rein, Rest 1. 7 geteilt durch 3, die 3 passt zweimal rein, Rest 1 und so fort. Das heißt, immer wenn wir durch 3 teilen, bleibt der Rest 1. Dividieren wir mal 32 durch 3. Die 3 passt 10 mal rein, 10 mal 3 ist 30 und wir haben einen Rest von 2. Das heißt, hier kommt gar kein Rest von 1 heraus. Und insofern können wir sagen, nein, so eine Figur kann es nicht geben, weil 32 durch 3 eben den Rest 2 lässt und die Anzahl der Würfel für die einzelnen Figuren aber immer nur den Rest 1 lassen darf. Hat euch die Aufgabe Spaß gemacht? Mir auf jeden Fall. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Habt eine schöne Zeit und ciao, ciao.